Brudi, it's Dynamite, danke für den Prime 17. Maximoto, danke für den Resub im 26. Weezy, danke schön für den Sub und herzlich willkommen. Artis Arin, danke schön für den Resub im 9. Ice, danke für den Prime 12. Ich küsse dich auch zurück. Javarus, danke schön für den Resub im 4. Instinct Lugner, danke schön für den Resub im 30. Hukulu. Thais, danke schön für den Prime im 13. Killmaniacs, danke schön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Zebra, danke für den Prime im 18. Ui! Flying Star, ich kann leider nicht sehen, wie viele Bits das waren, aber ist mir egal, selbst wenn nur einer war. Dankeschön. Ich küsse deine Kniekehle. Squeezy Teasy, dankeschön für den Reset am 7. Hoffentlich hebst du nicht ab mit dem PC. Viel Spaß damit und danke fürs Unterhalten. Ich hoffe auch. Rising Raptor, dankeschön für den Prime 2. Hallo zurück. Und Laura, dankeschön für den Prime 10. Was haben sie gelesen? Ich habe kein Discord an. Aber ich habe schon gehört. Die wollen die irgendwie anhängen, da du derjenige bist, der vom Dach gesprungen ist bei den Sopranos, ne? Da muss man sich mal reinziehen, Alter. Da fällt einer vom Dach wegen Deezing, whatever, Alter, und die gehen in den Support rein. Aber von denen liegt einer per Kopfschuss bewusstlos auf dem Boden und telefoniert weiter und gibt Links durch. Ich habe auch mit denen gelesen. Ach, gelesen. Gequatscht. Wann war das? Gestern, vorgestern. Da kam der Jute Patronus von denen da, der OG, whatever. Im Teamspeak, als wir im Holleck am Quatschen waren. Und da sind wohl einige von euch oder so ganz vereinzelte Leute in seinen Stream reingegangen. Und auch bei P-Nash, den ich dann später gehostet habe nach dem Stream. Und haben beleidigt. Und das unterlassen wir mal. Weil denkt dran, wenn ihr in anderen Streams irgendwelche Leute beleidigt oder auch hier bei mir oder RP-Polizei spielt, dann banne ich euch auch hier weg. Ist mir egal. Macht man nicht. Fand er nicht so gut. Aber der Team Support, ach egal. Scheiß drauf, RP. Ich weiß, wer vom Dach gefallen ist. Ich weiß das noch. Also ich weiß, ich kenne denjenigen, der mir das gesagt hat im RP. Der dann gehumpelt hat. Also Chat, ne? Habt ihr gehört? Da wird nicht beleidigt und RP-Polizei wieder unten gespielt. Ganz egal, was irgendeiner macht im RP. Das ist ein verkacktes Spiel, Alter. Wen juckt das? Hast du eigentlich Kontakt mit Schlorux? Nö. Letztes Mal hatte ich mit dem geschrieben, wegen WoW Classic, hab ich gefragt, welchem Server die gehen. Was denn passiert? Ach, da, die Sopranos werden beleidigt in ihren Streams oder so. Oder nicht mal in ihren Streams, sondern als ich Logan P-Nation gehostet habe. Als der dann da im RP stand und alle haben Lügner gespammt und so, da war dazwischen einer, der irgendwas geschrieben hat. Ich weiß auch nicht, ob der von hier kam. Also ob der hier zugeguckt oder ob der einfach random da war. Aber trotzdem, einfach nur mal zur Information, beleidigt wird nicht. Ganz einfach. Nee, mein Internet ist gut, Rising. Da musst du mal refreshen. Raus mit der Viecher. Der echte MRC, dankeschön für den Resub im 2. mit Stufe 2. Vielen Dank. Ich mache Liebe für dich. Dark Shadow, danke für den Prime im 18. Steron, dankeschön für den Resub im 18. Und Keller Kinderheld, dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Ich habe einen Screen von einem, der nicht beleidigt hat, aber Salz in die Wunde und der P-Polizei. Ja, gib halt einfach Max weiter so. Wenn ihr irgendwo jemanden sieht, der auch hier zuguckt und hier rein chattet und der irgendwo RP-Polizei spielt oder Streamer beleidigt, so sagt Max einfach Bescheid oder Leon. Discord oder sagt mir das. Das brauchen wir nicht. Gigi oder Weezy, obwohl der Weezy eh nichts macht. Hukulu. Wir gehen jetzt gleich schon in der Permis. Ich will unbedingt testen, Alter. Also Singleplayer hat alles funktioniert. GPU-Wert war ein bisschen hoch, aber Schattenbund meinte, ist okay. Das ist halt so, weil die CPU jetzt richtig feuert. Und die Grafikkarte auch richtig hinterher feuert. Aber unter Rage habe ich halt noch nicht getestet, ne? Und dass ja dieser hässliche Ceph-Browser, der so viel Dings frisst. CPU-Dings, aber sollte die eh nicht jucken. Ich glaube, die ist so auf mit Preset von Medium oder Slow. Was habe ich jetzt eingestellt gehabt? Ich guck mal eben. Wir sind auf Medium. Sollte ich so bei 45-50% Auslastung sein. Mit Stream auf CPU. Hände hoch, ich bin Rang 12er bei der RP-Polizei. Mhm. Pass dir auf, Junge. Ich hoffe, dass das Bild gut ist. Hast du die Nacht schon gelesen bei Instant? Nee, JB.
Hast du eine 3000er? Nein, immer noch 2080 Ti. Ich habe nur Motherboard und bla bla bla. Das gewechselt. CPU. Ryzen. 3900. Ich bin PR-Abteilung der RP-Polizei. Genix, Junge. Genix. Flappo, danke für den Resub im 14. Und Dominik, danke schön für den Resub im 12. Beides Prime-Subs übrigens. Und Dr. Plepstein, danke für den Prime im 2. Grafik sah gut aus. Hast du ja nicht gesehen, du alten Lügner, du. Hast du dieses neue Geisterspiel schon gesehen? Ja, und alle haben das auch gekauft, Mila und so. Und ich werde mir das auch holen und wir zocken das auch mal. Aber ich mag solche Spiele nicht, ich erschrecke mich sehr schnell. Ah, okay, ich habe jetzt Upgrade auf einen 3080, auf einen i7-770K. Aber bremst der i7 die Grafikkarte nicht aus? Des Todes? Hast du einen Discord? Ja, Ausrufzeichen Discord, Bruder. Viel wichtiger ist der Party-Anime schon. Was ist Party-Anime jetzt, Oma? Erzähl mich das. Ja, wir gehen gleich rein. Ich habe auch Bock. Ich habe auch richtig Bock darauf, dass alle gleich im Chat schreiben werden. Ah, das leckt hier. Ah. Sound ist wieder scheiße. Monitor zu laut. Spiel zu leise. Stimme zu dunkel. Da reibt sich Da Vinci die Hände, wenn Kurt Schreckhoff ist. Tja, ich streame ja nicht mit Cam, also wird man das nicht sehen, nur hören. Ne, der hat 4,2 GHz, okay. Ja, ich habe da auch keine Ahnung von. Theoretisch kann die CPU bremsen. Ja, siehst du, da kommt schon der erste um die Ecke gedriftet. Mit seinem Fiat Punto. Bild ist zu laut. Zu hell, zu dunkel, zu laut, zu leise. Nee. Da muss, wenn da was nicht stimmt, musst du mir das ja sagen. Ich will ja, dass das perfekt ist. Deshalb schiebe ich jetzt auch gerade so in den Hals, weil mir die GPU-Auslastung einfach nicht gefällt. Und wir haben vorhin getestet und ich war bei der Projektmappe hinten auf der Wiese und hatte 99% GPU-Auslastung. Aber es hat nicht geleckt. Und Wolverine und Schattenbund waren sehr überrascht davon, wie ruckelfrei und alles lief und schön. Ich sehe nichts. Läuft ja noch kein Spiel. Habibuk. Danke, Justin. Danke. Ich kann es perfekt machen, Frosty. Und ich will es perfekt machen. Ich gucke mir manchmal meine eigenen VODs an, um zu gucken, wie die Lautstärke vom Mikrofon und so ist. Und wenn das auch nur ein bisschen zu laut ist, stelle ich das sofort einen Ticken leiser. Weil ich mag das nicht. Ich weiß das dann, ich habe mich verstanden. Du meinst wahrscheinlich den i7 mit der 3080. Alpha, liebe Grüße aus Duisburg zurück nach Berlin. Bruder, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Gangbis sind hübsch. Ja. Gangbis sind 4000 FPS. Denk dran, ja, ich mach die scheiß Dings aus, da Vorschau gleich. Uni, du 31er, danke schön für den Resub. Kleines Kätzchen. Rauchen, gute Idee, bis gleich. Servo, ich grüße dich, danke schön für deinen Prime Sub und herzlich willkommen. Ruhe, Oma. Ich muss mal was gucken. Okay. Dann nehme ich alles zurück, ist MP. Ach, der gute Finn, der Pleb. Was geht ab, Rick? Ja, Seraphine, es tut mir leid, aber ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. War den ganzen Tag am Konfigurieren, ich musste nur weiter essen, bevor ich online komme. Und ich penne hier gleich in dem Stuhl ein, ich bin so fertig. Ich will mich nur am Beschweren, ne? Aber das macht Spaß, ehrlich. Ihr seid wie so eine Freundin, der man alles erzählen kann. Und ihr müsst mir zuhören, das ist ja das Geile daran. Ich kann hier richtig meine Sorgen rauslassen. Black Panther, danke schön für den Prime im 12. Richtig geil, Alter. Ich kann mich richtig schön beschweren. Richtiger Twitch-User bist du. Wie so ein richtiger Deutscher. Oha. Und
Und du bekommst Geld dafür, ja, aber ich mach das nicht wegen der Kohle. Ich würde doch niemals jemanden zugucken, wo ich merke, dass der nur spielt, weil der Geld damit verdienen will. Niemals. Was, Kappa? Was, Kappa, Uni? Was willst du? Nur wegen Fame, ja klar. Ich bin voll auf Fame aus. Ja, ich hab mich voll geil. Geil. Ja, dann komm doch vorbei. Warum kommst du nicht mal vorbei, Uni? Du bist überall in der Welt unterwegs, außer bei mir. Ich würde dich gerne mal treffen. Ich würde dich umarmen, dir Küsschen auf die Wange geben, dich Bella nennen. Mit dir zum Garagentor gehen. Mit Poster und Autogrammkarten. Ja, jeden Samstag vor der Schranze. Das sind die. Ich habe Kamera. Ja. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Hallo, natürlich, Love Story. Mit jedem. Ich bin nicht wählerisch. Slidet in meine DMs. Duisburg, yes, sir. Weezy, ich hab dich gestern gesehen. Bei dem Apes Speedrun. Hast wieder reingechattet. Bester Typ, ich küsse deine Katze. Viel Spaß. Mit mir auch? Na klar. Hallo Freunde, hallo JC, was geht? Progressor Gott. Was laberst du? Wann kommt Nax? Du weißt ja, Weezy, wenn Nax damals kommt und du raidest, musst du streamen für mich, ne? Ich will das sehen. Ruhe, Shapes. Kurt, dankeschön. Herzlichen Dank für den Prime am 18. Und Optical Place, danke für den Reset am 12. Hatte ich, glaube ich, schon vorgelesen, das ist egal, aber Raid gerade nicht mehr. Warum nicht? Warum? Ich wechsle jetzt das Spiel. Grand Theft Auto bleibt. Hat gewechselt und jetzt starte ich Rage MP. Was geht ab, Mr. Black Execute? Direkt Tomb Raider 4K testen. Au. Ist, als du nicht gestreamt hast, was Story-Relevantes passiert? Ja, ja, viele von euch haben ja bei Johnny zugeguckt, ne? Sopranos kam, Sopranos haben 300.000 bezahlt. Krieg ist vorbei. Wir haben mit der Grove gesprochen, da wurde verhandelt. Keats und wir dürfen auf die Route. Und Groove natürlich. Also Geschäfte laufen wieder weiter im Spiel. Ja, sonst nix, oder? Grüff mit zwei Ü. Einmal umschalten hier. Achso, der hat meine... Oh mein Gott, der hat meine Cable. Kurz mal umschalten. Hallo? Geht doch. Ach ja, die Waschstraße, genau. Wir haben uns die Waschstraße und den 24-7-Dreck gegenüber reserviert. Und GTA ist abgestürzt, aber das ist normal. Da müssen wir jetzt Konzepte fertig machen, aber das sollte easy peasy sein. Dankeschön, Black. Sonst eigentlich nichts. Ja, Sopranos haben ein bisschen verhandelt wie auf dem Bazar. Aber da habe ich mich dann rausgehalten. Waschstraße 24-7, Zwinker-Smiley. Wie hieß der Laden nochmal? Ja, der Laden hieß Arsjob. Und die Waschstraße heißt Cush and Go. Und wir werden dann in 24-7 so einen Süßigkeitenladen reinmachen. Wie mit Hukulu am Stiel, Duplo, Cineminis, Arscola, Arsfanta. Duftbäumchen werden wir da verkaufen für die Waschanlage. Frische Brise und so. Mahlzeit! Ja, und Shisha-Bar. Ja, man, Süßigkeiten. Uffin. Ja, wir wollen nicht so Burger und so da verkaufen, weil es gibt ja schon genug Läden wie CK und so, wo man Essen kaufen kann. Deshalb machen wir so einen Süßigkeiten-Shop.
Ich freue mich schon, in der Shisha-Bar vorbeizuschauen. Wer bist du denn, Rick, im RP? Damit ich Meta machen kann. Oreo-Schiss machen wir auch. Ich weiß nicht, was noch. Wir haben vorhin mal was ein bisschen darüber geredet. So. Ruhe in der App.